Kapitel 9.23 Sieben Könige. Auf Seite 196 hatten wir bereits die Ptolemäer und die Seleukidenkönige aufgelistet. Sehr interessant ist nun der Umstand, dass in Daniel 11 bei der Aufzählung der Seleukidenkönige ein König ausgelassen wurde. Das hat zum Beispiel Dr. Liby, ein reputierter Schweizer Theologe, in seinem ansonsten sehr guten und für das Verständnis Daniels sehr hilfreichen Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel leider ausgelassen. Aber damit ist er bei weitem nicht der Einzige. Auch in vielen anderen Auslegungen wird dieser Umstand kaum erwähnt. Denn natürlich ist das Fehlen eines Königs in einem Text, der derart exakt die Abfolge von Dynastien beschreibt, und bei Freund und Feind eindeutig wegen seiner Historizität und Genauigkeit geschätzt oder auch gefürchtet ist, geradezu eine Achillesferse für dessen Glaubwürdigkeit. Setzen wir jedoch in unserer Betrachtung voraus, dass der Text Daniels zuverlässig und tatsächlich Jahrhunderte vorher von Gott eingegebene Prophetie ist, könnte die Auslassung des einen Königs durchaus einen bisher nicht bekannten Sinn ergeben. Dem spüren wir jetzt nach. Die historische Reihenfolge der Seleukidenkönige war wie folgt. Von 312 bis 281 Seleukus I. Nikator. Von 281 bis 261 Antiochus I. Sothea. Von 261 bis 246 Antiochus II. Theos. Von 246 bis 226 Seleukus II. Kalinikus. Von 226 bis 223 Seleukus III. Sothea. Von 223 bis 187 Antiochus der Dritte, der Große, von 187 bis 175 Seleukus der vierte, Philopator und von 175 bis 163 v. Chr. Antiochus der vierte, Epiphanes. Historisch gesehen waren Seleukus der erste, Nikator der Erste und Antiochus der vierte, Epiphanes der achte Seleukidenkönig. Ausgelassen in der Auflistung der Seleukidenkönige wurde der zweite Seleukidenkönig, nämlich Antiochus der erste Sotheer. In Daniel 11, Vers 5 folgende steht, Und der König gegen Mittag, das ist Ptolemäus der erste, welcher ist seiner Fürsten einer, also einer der Fürsten Alexanders, wird mächtig werden. Aber gegen ihn wird einer, nämlich Seleukus der erste Nikator, auch mächtig sein und herrschen. Dessen Herrschaft wird groß sein. Nach etlichen Jahren aber werden sie sich miteinander befreunden. Die Tochter, das ist Berenice, des Königs gegen Mittag, das ist Ptolemäus I. wird kommen zum König gegen Mitternacht, das ist Antiochus II. Theos, Einigkeit zu machen, und zwar durch Heirat. Aber ihr wird die Macht des Arms nicht bleiben. Dazu wird er, nämlich Antiochus II. Theos, und sein Arm nicht bestehen bleiben. Sondern sie werden übergeben werden samt denen, die sie gebracht haben, und dem, der sie erzeugt hat, und dem, der sie eine Weile mächtig gemacht hat. Die Heirat, die Daniel in Kapitel 11, Vers 6 beschreibt, fand zwischen dem dritten Seleukidenkönig, Antiochus II. Theos, und Berenice, einer Ptolemäerprinzessin, statt. Damit überspringt aber Daniel einen König, so dass sich nach biblischer Zählweise die folgende Reihenfolge ergibt. Der erste Seleukidenkönig war Seleukus I. Nikator. Der zweite Seleukidenkönig, den Daniel auslässt, war Antiochos I. Sothea. Damit ist nach Danielischer Zählung der zweite Seleukidenkönig Antiochos II. Theos. Das ist der, der Berenice heiratete. Der dritte ist Seleukus II. Kalinikus. Der vierte Seleukus III. Sothea. Der fünfte Antiochos III. der Große. Der sechste Seleukus IV. Philopator. Und Antiochos Epiphanes ist nach Danielischer Zählweise der siebte Seleukidenkönig. Nach historischer Abfolge war Antiochus IV. Epiphanes aber der achte Seleukidenkönig. Weil aber im Bibeltext ein König fehlt, wird er nach biblischer Zählweise zum siebten Seleukidenkönig. Unter Bibelkennern ist bekannt, dass Daniel 11 von Vers 21 bis Vers 45 von dem historischen Seleukidenkönig Antiochus IV. Epiphanes berichtet. Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch noch einen zweiten König, der Antiochos dem vierten Epiphanes zwar sehr ähnelt, ihm aber doch nicht gleicht. So teilt sich das Kapitel in Daniel 11 in zwei Teile. Der erste Teil von Vers 21 bis Vers 35 handelt von dem historischen Antiochos dem vierten Epiphanes, während der zweite Teil von Vers 36 bis Vers 45 einen noch zukünftigen Herrscher beschreibt. Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, warum man diese Zweiteilung unterstellt. Erstens, der historische Antiochos starb in Isfahan, wo er wegen eines Tempelraubs von der aufgebrachten Bevölkerung erschlagen wurde. Der König aber, der in Daniel 11, Vers 36 bis 45 beschrieben wird, kommt bei der Belagerung Jerusalems, dem werten heiligen Berg, um. Zweitens, bei Anwendung dieser Zweiteilung wird am Text ablesbar, dass dem historischen Antiochos nicht gelang, was er sich immer wieder aufs Neue vornahm, Nämlich das Ptolemäerreich in Ägypten zu besiegen und sich einzuverleiben. Die Umschreibungen, die Daniel 11 hierfür benutzt, lauten Es wird ihnen aber nicht gelingen, denn das Ende ist noch auf eine andere Zeit bestimmt. Vers 27. Aber es wird ihm zum anderen Mal nicht geraten wie zum ersten Mal. Vers 29. Oder Vers 30. Dass er verzagen wird und umkehren muss. Oder Vers 35. Denn es ist noch eine andere Zeit vorhanden. Das, was dem historischen Antiochus also nicht gelang, wird dem endzeitlichen Antiochus hingegen gelingen. Vers 36 Und der König, der endzeitliche Antiochus, wird tun, was er will, und wird sich erheben und aufwerfen wieder alles, was Gott ist. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Dieser zukünftige Herrscher nämlich die endzeitliche Wiederholung des historischen Antiochus des Vierten Epiphanes ist der Antichrist. Er ist in unserer obigen Liste der Seleukidenkönige noch nicht enthalten, wäre aber nach biblischer Zählweise dann ein achter König. Er steht in engster Verbindung zur historischen Person von Antiochus dem Vierten Epiphanes, dem nach danielischer Zählung siebten König. Dieser achte König wird laut Daniel Jerusalem belagern und bei dieser Belagerung sein Ende finden. Daher müssen wir unsere Liste um diesen achten König erweitern, und damit sieht sie dann so aus. Der erste Seleukidenkönig ist Seleukus I. Antiochus I. Sothea wird übersprungen. Damit wird Antiochus II. Theos zum zweiten Seleukidenkönig, der dritte ist Seleukus der II. Der Vierte ist Seleukos der III. Der Fünfte ist Antiochus der III. Der Sechste ist Seleukos der Vierte, der siebte ist der historische Antiochus IV Epiphanes und in der Endzeit wird sich die historische Figur des Antiochus Epiphanes in der endzeitlichen Figur des Antichristen wiederholen. Von ihm sprechen die Verse in Daniel 11 von Vers 36 bis Vers 45. Auf diese Liste kommen wir gleich nochmal zurück. Kapitel 9.24 Sieben Häupter. Schauen wir uns jetzt den Bibeltext in Offenbarung 17, Vers 11 noch einmal genau an. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der Achte und ist einer von den Sieben und fährt in die Verdammnis. Der Text in Offenbarung 17 spricht also von einem achten König, der von den Sieben ist und in die Verdammnis fährt. Dieser achte König ist aber in der auf Seite 229 abgedruckten willkürlichen Zusammenstellung von Weltreichen offensichtlich nicht enthalten, denn sie endet mit dem siebten Weltreich, respektive einem siebten König, den diese Art der Deutung auf einen Herrscher aus einem antichristlich endzeitlichen römischen Reich deuten will. Auch hierin greift diese Art der Interpretation also zu kurz und wird dem biblischen Text erneut nicht gerecht. Denn sie kann den achten König nicht erklären. Wer aber ist der achte König? Es ist die endzeitliche Wiederholung des historischen Antiochus des vierten Epiphanes. Es ist der Antichrist, der dem historischen Antiochus überaus ähnlich ist. Der Antichrist ist somit ein Neoseleukide und kein Römer. Kapitel 9.25 Die Erklärung. Das Tier mit den sieben Häuptern aus Offenbarung 17 finden wir erstaunlicherweise in Daniel 11 erklärt, denn die sieben Häupter aus Offenbarung 17 stehen für die sieben Seleukidenkönige aus Daniel 11. Diese Liste mit sieben Königen ist innerhalb der Bibel enthalten, denn Daniel selbst zeigt sie uns. Wir müssen also gar keine Liste konstruieren, sondern die Bibel liefert uns diese Aufstellung in Daniel 11. Danach hatten wir gesucht. Bei der hier vorgenommenen Auslegung von Offenbarung 17 können wir also eine innerbiblische Quelle anführen. Das ist für die Zuverlässigkeit der hier gemachten Auslegung von eminenter Wichtigkeit und unterscheidet sie von der Romtheorie ganz grundlegend. Diese innerbiblische Erklärung für die sieben Häupter aus Offenbarung 17, die sieben Berge und sieben Könige sind, liegt zudem eben in dem Buch der Bibel dass der Offenbarung des Johannes naturgemäß am nächsten kommt, nämlich dem Propheten Daniel. Diese Auflistung ist also nicht willkürlich zusammengestellt worden, sondern in der Bibel enthalten und sie enthält einen achten Seleukidenkönig, den König, der erst am Ende der Zeit kommt und dem gelingen wird, was er sich vornimmt, Daniel 11, Vers 36, und der von den sieben Seleukidenkönigen abstammt. Denn er ist eine Wiederholung des antiken Antiochos Epiphanes. Das wiederum ermöglicht uns nun, Offenbarung 17 mit ganz neuen Augen zu sehen und zu verstehen. Es ist mir wichtig, zuvor noch eine kurze Wertung unseres Ergebnisses vorzunehmen. Wir können jetzt erklären, warum in der Liste der Seleukidenkönige in Daniel 11 dieser eine König in der Aufzählung fehlen muss. Diese Auslassung ist also keine Unschärfe oder ein Fehler in der Prophetie Daniels. Sondern gerade in dieser augenscheinlich fehlerhaften Struktur liegt ein weiterer Beweis für die göttliche Inspiration dieses so sehr alten und umstrittenen Textes. So als ob uns Gott geradezu darauf stoßen will. Zudem gibt es in der Bibel keine andere Auflistung, die mit Offenbarung 17 korreliert und oder sieben Könige oder Königreiche aufzählt. Johannes bedient sich aber einer, wie schon gesagt, recht kryptisierten Formulierung. Wenn er die Prophetie von Daniel 11 wieder aufnimmt. In Daniel 11 werden die Seleukidenkönige ja in allen Details aufgelistet. Für die Endzeit schließlich sagt Johannes die Vollendung und Erfüllung der in Daniel 11 beschriebenen sieben Könige und schließlich auch des achten, des Antichristen, voraus. Um den Faden der Geschichte wieder aufzunehmen, formuliert er also wie folgt: Offenbarung 17, Vers 9 folgende. Hier ist der Sinn, der zur Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt, und sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, und einer ist, und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muß er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und ist nicht, das ist der achte, und ist von den sieben, und fährt in die Verdammnis. Die hier beschriebenen sieben Häupter sind also sieben Berge, sieben Seleukidenreiche, auf denen das Weib, Jerusalem, sitzt. Und es sind sieben Seleukidenkönige. Wenn Johannes nun die Liste aus Daniel 11 wieder aufnimmt, geschieht das mit einer zugegebenermaßen geheimnisvollen Wortwahl. Denn er beginnt mit fünf sind gefallen. So als ob er die ersten fünf historischen Seleukidenkönige als für die Endzeit nicht mehr relevant ansieht. Dann fährt er fort, und einer, also der Sechste, ist, und fügt sogleich an, und der andere, also der Siebte, ist noch nicht gekommen. Natürlich stellt sich sofort die Frage, welche der Seleukidenkönige Johannes hier meint. Meint er mit dem, der ist, den historischen Seleukidenkönig, also den Vorgänger von Antiochus Epiphanes, Seleukus IV? Oder meinte er einen Seleukidenkönig, der zur Zeit der Abfassung der Offenbarung, also zu Lebzeiten von Johannes um das Jahr 90 nach Christus herrschte? Oder meinte er einen zukünftigen neoseleukidischen König der Endzeit? Die zweite Variante, also die, bei der man vermuten könnte, dass Johannes einen Seleukidenkönig meine, der zu seinen Lebzeiten herrschte, erscheint unwahrscheinlich. Da zur Zeit von Johannes zwar die Dekapolis noch existierte, dieser aber keinen eindeutigen Herrscher und schon gar keinen König gehabt hat, der einem der historischen in Daniel 11 aufgelisteten Seleukidenkönige geähnelt oder entsprochen hätte. Den historischen Selokus den vierten Philopator kann er aber auch nicht gemeint haben, denn der regierte von 187 bis 175 vor Christus und damit ebenfalls nicht im Jahr 90 nach Christus, als Johannes die Offenbarung abfasste. Die Bedeutung der Verse in Offenbarung 17 ist also dunkel. Die wahrscheinlichste Variante ist die, dass Johannes für die Endzeit eine Wiederaufnahme der historischen Liste sieht, sodass in der Endzeit, wenn das neoseleukidische Reich sich formieren wird, die Reihenfolge von einem Sechsten über den Siebten, der eine kurze Zeit bleiben muss, bis schließlich zu dem Achten, dem Antichristen, reicht. Diese Formulierungen gedanklich nachzuvollziehen ist allerdings nicht ganz leicht. Johannes nimmt mit diesen nur schwer verständlichen Worten eine politische Struktur aus der Frühzeit der Antike auf und führt sie für die Endzeit bis hin zum Antichristen. Daniel selbst zeigt uns in Kapitel 11 eigentlich sehr deutlich, dass er im 5. Jahrhundert vor Christus sieben historische Seleukidenkönige beschreibt, deren Regierungszeiten von 312 bis 163 v. Chr. reichten und mit der Regierung von Antiochus Epiphanes endeten. Der achte König hingegen, den Daniel in Kapitel 11 von Vers 36 bis Vers 45 beschreibt, hat aber keine historische Entsprechung. Die Erfüllung seiner Herrschaft ähnelt zwar sehr der des historischen Antiochus, Daniel verweist seine Herrschaft aber ganz offensichtlich in die Endzeit. Diese danielische Sichtweise muss meines Erachtens die Basis sein, von der aus Offenbarung 17 einzuordnen ist. Johannes seinerseits bedient sich, wie schon gesagt, einer verklausulierten Formulierung, wenn er eben diese danielische Seleukidendynastie wieder aufnimmt. Denn auch er konzentriert sich in Kapitel 17 deutlich auf den achten König. Die textuelle Hinführung zu diesem letzten achten König, dem Antichristen, geht allerdings sehr verschlüsselt vonstatten. Und man muss sich gedanklich sehr auf den Text einlassen. Die folgende Deutung der Verse erscheint naheliegend. Johannes wertet die ersten fünf Seleukiden aus Daniel 11 als bereits erfüllt und für die Endzeit nicht mehr relevant. Der sechste König aus der Danielischen Liste, den er als einer ist, bezeichnet, kann zeitlich nur in die Endzeit verortet werden. Der siebte König, den Johannes als der andere ist noch nicht gekommen bezeichnet, kann dann ebenfalls nur auf einen endzeitlichen Neoseleukidenkönig gedeutet werden. Der achte König schließlich ist der Antichrist, der in seiner Ausprägung sehr stark an den historischen Antiochos IV Epiphanes erinnert, der ein Seleukidenkönig war, und damit ist der achte der Antichrist von den sieben.